Hallo, ich bin Nina Föhringer, mein Gebärdename ist am Kopf so. Ich arbeite an der Hochschule für Heilpädagogik, HFH. Unsere Tochter Nelly ist 2,5 und schwerhörig. Uns Eltern ist es ein Anliegen, dass sie zweisprachig aufwachsen kann. Darum lernen wir jetzt Gebärdensprache. Dabei sein heisst, wenn die Deutschschweizer Gebärdensprache mehr Platz bekommt in unserer Gesellschaft. Teilhabe. Dafür setzen wir uns als Hochschule ein.